Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Livelda.de. Ich nehme an, ihr kommt gerade aus dem anderen Video und habt euch fleißig eure Aufgaben gerechnet. Eine Aufgabe möchte ich euch jetzt hier auch vorrechnen. Ich rechne sie nochmal mit beiden Methoden vor, mit der aus meiner Sicht etwas langsamen und anfälligen Methode des Skalarprodukts und mit meiner bevorzugten Methode, dem Kreuzprodukt. Ich hoffe, ich kann euch hier deutlich machen, dass das Kreuzprodukt viel, viel einfacher ist. So, fange ich wieder an mit der langsamen Methode. Wir haben die zwei Spannvektoren unserer Parameterform. Wir müssen einen Vektor finden, der senkrecht auf beiden steht. Das heißt, das Skalarprodukt davon, von dem Vektor, den wir suchen, dem normalen Vektor, und jeweils diesen muss jeweils 0 geben. Das heißt, unsere erste Gleichung ergibt sich einfach aus 6 minus 8, 0 mal der normalen Vektor muss 0 sein. Wenn ich das ausformuliere, n Vektor steht ja für n1, n2, n3, dann steht hier einfach unsere erste Gleichung 6n1 minus 8n2 ist gleich 0. Auf die gleiche Art und Weise bekomme ich meine zweite Gleichung 7 minus 1, 10 mal n muss auch 0 sein. Das heißt, für uns angewandt heißt das 7n1 minus n2 plus 10n3 gleich 0. Ihr seht auch hier schon, unser Gleichungssystem hat wieder nur zwei Variablen, drei Unbekannte und diesmal nicht mal wirklich schöne Zahlen. Naja, müssen wir halt etwas besser aufpassen diesmal. Wir nehmen einfach diese Gleichung minus 8-fach und diese einfach, so fallen genau diese n2s weg. Einfach und minus 8-fach. Das ergibt für uns in dem Fall 6 minus 7 mal 8, also minus 56. 6 minus 56 gibt minus 50 n1. Die n2 fallen genau weg und minus 8 mal 10 gibt minus 80 n3 gleich 0. Damit wir schönere Zahlen haben, teilen wir einfach mal durch minus 10 und wir kommen auf die Gleichung 5 n1 plus 8 n3 gleich 0. Wie vor dem vorigen Beispiel müssen wir nun willkürlich n1 oder n3 festlegen. Ich wähle vollkommen willkürlich n3 gleich 5. Dann wie komme ich auf die 5? Ich habe einfach den Vorfaktor der anderen Variablen genommen. Wenn ich so vorgehe, kann ich davon ausgehen, dass auf jeden Fall auch für n1 eine schöne Zahl rauskommt. Wenn man für n3 gleich 1 wählen würde, würden wir auf jeden Fall einen Bruch für n1 kriegen. Und ich denke, es ist schöner, wenn wir hier eine ganze Zahl haben. Nun setzen wir das einfach ein. Dann steht hier 5n1 plus 8 mal 5 gleich 0. 8 mal 5 ist 40. Ich ziehe das direkt ab. Dann steht hier 5n1 sind gleich minus 40. Ich teile durch 5 und hier steht n1 ist gleich minus 8. Nun, wir suchen auch noch n2. Wir müssen es in irgendeine der Gleichungen einsetzen. Die erste Gleichung besitzt nur die Variablen n1 und n2. Es dürfte einfacher sein, also setzen wir das alles in die erste ein, in die erste einsetzen. Nun, wir kommen auf 6 mal minus 8 minus 8 mal n2 gleich 0. 6 mal minus 8 gibt minus 48 plus 48. Dann steht hier noch minus 8 n2 sind gleich 48. Wir teilen durch minus 8. Und es steht noch da, n2 gleich minus 6. Das heißt, unser normaler Vektor ergibt sich n1 gleich minus 8, n2 gleich minus 6, n3 gleich 5. Minus 8, minus 6, 5. Nun, daraus sollen wir nur noch die Koordinatengleichung bestimmen. Wir setzen also an. E ist gleich minus 8x1
minus 6x2 plus 5x3 gleich d. Wir setzen ein den Punkt 4, 2, 0. 4, 2, 0 einsetzen. Nun, wir haben also minus 8 mal 4 minus 6 mal 2 plus 5 mal 0. Minus 32 minus 12 sind minus 44. Unsere Ebenengleichung ergibt sich also wie folgt. Die Ebenengleichung wäre e wäre minus 8x1 minus 6x2 plus 5x3 gleich minus 44. Wir haben deutlich mehr zu rechnen als vorhin mit dem Kreuzprodukt. Ich zeige es euch auch hier. Wir nehmen den kürzeren Weg, um den normalen Vektor zu bestimmen. Wir sagen einfach, der normale Vektor ist das Kreuzprodukt der beiden Spannvektoren, also 6 minus 8, 0, Kreuz 7 minus 1, 10. Ich zeige jetzt den Weg, wie ich es vorhin gemacht habe, mit dem Untereinanderschreiben. Ich schreibe also die Vektoren noch einmal hin. Ich streiche die oberste, die unterste Zeile durch. Ich habe hier oben minus 8 mal 10, minus 80, minus 0. Ich habe 0 mal 7, minus 6 mal 10, also 0 minus 60. Ich habe minus 6, 6 mal minus 1, minus, minus 56. Zusammengerechnet gibt es minus 80, minus 60 und 50. Nun wissen wir, wenn das hier ein normaler Vektor ist, dann steht auch jedes Vielfache davon senkrecht darauf. Das heißt, wir führen einfach einen neuen normalen Vektor ein, normalen Vektor n Stern. Ich teile hier jede Zahl einfach durch 10 und ich bekomme einen schöneren Vektor. Sprich, wir haben minus 8, minus 6 und 5 als normalen Vektor entstehen. Ihr seht, das ist genau der gleiche hier drüben. Ab jetzt ist alles gleich. Ich zeige es nicht nochmal. Ihr könnt hier drüben einfach dasselbe machen. Nur vergleicht mal bitte diesen Rechenaufwand mit diesem Rechenaufwand. Ich hoffe, ich habe euch klar gemacht, dass ihr das Kreuzprodukt euch dringend anschauen solltet. Vielen Dank.